Hallo an alle. Ich habe schon lange, lange, lange Zeit vor, ehrlicher im Video aufzutreten. Und deswegen habe ich auch den YouTube-Kanal eröffnet. Aber ich war noch nicht so mutig und deswegen habe ich Geschichten vorgelesen. Nun hat sich das per Zufall so ergeben, dass ich doch Partei ergreife und für eine Sache einstehe, die ich richtig finde. Und in dem Video von gestern, da heißt es ziemlich zum Ende: Mach mit, mach's nach, mach's besser. Das bezieht sich auf eine Sendung, die es im DDR-Fernsehen gab. Ab 1964 bis 91 gab es 333 Sendungen. Adi hatte die damals moderiert, immer mit seinem Trainingsanzug. Und dann gab es zwei Schulmannschaften, die gegeneinander aufgestellt wurden und die dann Ballspiele und Hindernisläufe und alles Mögliche gemacht haben. Und der Sieger aus diesem Spiel bekam eine Urkunde. Und ganz zum Ende wurde dann ermittelt, wer die allerbeste Mannschaft ist. Und da gab es dann vom Nationalen Olympischen Komitee der DDR einen Pokal. Also das war richtig hoch angesetzt. Und aus dieser Idee heraus, etwas Gutes zu tun, das nachzumachen und wenn man kann, die Dinge noch zu verbessern. Wir hatten ja dreimal in der Woche Sport und haben Leichtathletik, Schwimmen, Geräteturnen, also alles Mögliche gemacht. Und das war was Gutes und da ging es darum, das besser zu machen. Das war ein Slogan, der sich durch die ganze Erziehung zog. Dazu gehörte das Musizieren, dazu gehörten die schulischen Leistungen, dazu gehörte die Timor-Bewegung, also Altstoffe sammeln, dazu gehörte den alten Leuten zu helfen beim Einkaufen, dazu gehörte in der gesamten Gesellschaft höflich zu sein. In der Straßenbahn zum Beispiel sind die Kinder aufgestanden, wenn jemand Älteres eingestiegen ist. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, aber das war für uns Norm, das war Standard. Das haben wir alle gemacht. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich dieser Dinge zu erinnern. Bei mir hat das noch einen anderen, ganz persönlichen Hintergrund. Und ich möchte einfach die Dinge, die mich stark gemacht haben und die mich auch ganz, ganz, ganz fest gestützt haben in vielen problematischen Situationen, die möchte ich mit dieser Initiative wieder aufdecken und den anderen zeigen. Und so geht es bestimmt vielen von euch. Und das ist der tiefe Sinn, weshalb ich diese Initiative habe. Also wie gesagt, die ist ganz alt, seit 28 Jahren. Ja, ich kann das jetzt nicht im Näheren beschreiben. Gib weiter, woran du glaubst. Und ich habe mich immer davor geschämt, zu zeigen, was ich alles kann, was ich alles weiß, was unsere Stärken waren in der DDR. Ich habe nämlich auch eine Zeit lang im Westen gelebt. Und das war wirklich ein großes Problem für mich. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man das zeigen muss, wo man sagen muss, das war etwas, das konnte man nicht messen, das konnte man nicht beweisen, aber es war wertvoll. Und deswegen war ich auch bei Uwe Steimle in diesen Sendungen hier zum Abendgruß und dann eben sonntags. Aber das haben wir alle, das ist in uns allen drin und das ist das, was ich hier weitergeben möchte. Es geht nicht darum, Uwe zu ersetzen, weil das keiner von uns kann. Hey, der ist, was manche Dinge betrifft, einfach einzigartig. Und darum geht es auch gar nicht, sondern dass man den Gemeinschaftssinn pflegt. Und das ist jetzt hier mal eine Möglichkeit. Ich glaube, ich habe schon Fusseln am Mund, aber das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Also in diesem Sinne, das ist meine Idee, das ist das, was ich bieten kann. Und jeder, der gerne mitmachen möchte und sich da auch einbringen will, der ist gerne eingeladen. Erstmal ohne Chat, weil ich noch nicht weiß, wie das geht. Und wir haben noch keinen, der es richtig weiß. Dankeschön an dieser Stelle, Roger, 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 keine Ahnung, wie du dich aussprichst. Wir machen das einfach und dann gucken wir mal, was draus wird. Schritt für Schritt. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und wir haben 40 Jahre lang wirklich viel, viel, viel erlebt. Und da war so viel Gutes drin. Und das müssen wir einfach stärken, wieder erinnern, uns unsere Wurzeln erinnern. Ja, das wollte ich mal an der Stelle loswerden. Also bleibt gesund und munter. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.